the power of the dark side. Willkommen, meine Sturmtruppen, zu meinem ersten Unboxing-Video von der Collectors Arc Edition PlayStation 4. Wir machen mal auf. Heute Morgen geliefert. Ja, und wir haben Schachtel in Schachtel. Umso besser, so ist das Ganze auch besser geschützt. Jetzt mache ich ein bisschen vorsichtiger, dass dem guten Stück gar nichts passiert. Wäre ja schade drum. Ein kurzer Blick. So, dann hole ich das mal raus. Schachtel kann weg. Das Design ist so wie die Xperia Notes, die ich auf der Map finde, die kleine Boxe immer gehalten. Auch nochmal in Folie eingeschweißt. Machen wir mal die Folie weg. Oh, das geht ziemlich leicht. So. Ja, gleiches Spiel als erstes. Nur gut fest in so einem Plastikgehäuse. Ich denke, das hier ist Soundtrack. Ja, CD. Und ganze Arc-Soundtracks drauf. Ich hoffe, das sieht man gut durch die Spiegelung, dass ich da jetzt nichts verkehrt mache. Dann nochmal das Spiel selbst. Ohne das ging ja gar nichts. So, hier haben wir nochmal so eine Plastikscheibe oder so drauf. Das hier brauchen wir nicht. Das hier. Hier ist auch noch was versteckt. Kommen wir gleich zu. Wir wollen nach unten. Das Highlight dieser Collector's Edition. Und dann ist die Kiste auch schon leer. Die einzelnen Teile hole ich jetzt gleich nochmal aus der Folie raus, dann können wir das besser begutachten, aber es fühlt sich schon ziemlich gut an. So, fangen wir mit dem Kleinsten an. Oh, ich sehe schon, ich sehe schon. Richtig schön gemacht. Der Anhänger im typischen Arc A. Und die einzelnen Kristalle. Sieht richtig gut aus. Andere Seite nochmal. Na, zum Umhängen oder irgendwo dranhängen kann man ja die Schnur tauschen. Das ist so gezwirbelt die Schnur. So, kommen wir zum nächstgrößeren. Da brauchen wir nochmal die Schere. Hier kann ich schon mal gleich sagen, dass das Stoff ist.
Fühlt sich auch gut an. Oh, das wird richtig groß dabei. Ich muss jetzt mal selber schauen, wie rum ich es halten muss. Einmal die ganze Map von Arc als Tuchform. Und der Stoff fühlt sich richtig gut an. Für an die Wand zu hängen oder so. So, ich habe jetzt nochmal alles neuer positioniert, dass es schöner aussieht beim Unboxing. Kommen wir zum Herzstück, dem Buch. Worauf ihr alle wartet und alle sehen wollt. Muss ich gucken, wie das hier funktioniert. In Leder gebunden, das ganze Highlight. Ich habe zu viele Seiten gegriffen, denke ich. Ja. Genauso wie im Spiel, kann ich euch nur sagen. Mit der verrobten Seite und so. Genauso wie ich das kenne. Richtig gut gemacht. Jedes Tier soll drin abgebildet sein. Ich werde euch jetzt nicht das Ganze zeigen, wenn er doch alles sehen wolle, wenn er wohl eigentlich die Collectors holen müsse. Ja, das war mein Unboxing-Video von der Arc Collectors Edition. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Unboxing. Ciao, ciao, euer Imperator. Möge die Macht mit euch sein.